Und da sind wir wieder bei Terraria. Hurra, hurra, hurra. Und du bist gestorben, während ich kurz weg war? In der Tat. Wie das? Zu viele Gegner. Ja, ja, ja. Jetzt redet er sich wieder mit dem zahlenmäßigen Unterlegenheitsjoker raus. Ach, und da ist doch schon der erste Kasper. Was, du hast dein Herz, Kasper? Nee, der war jetzt nicht... Der war nicht so schlecht, dass man das sarkastisches Lachen angebracht wäre, aber auch bei weitem nicht so gut, dass man ihn ernst nehmen kann. Inwiefern töten diese Kugeln einen Schleim eigentlich? Ich meine, wenn in einen Feuerball eingehüllt ist, kann ich natürlich verstehen, dass er stirbt, aber ein paar kleine Geschosse, die in einen formlosen Schleimblob eindringen... Vielleicht hat er Organe innerlich. Die würde man doch sehen, ist doch transparent. Die sind auch transparent. Vielleicht würde man noch einen Fehler in der Matrix-Transparenz sehen. Tja. Nee. Tja, aber ja. Na, stimmt. Oh, verdammt. Nein, nein, ich wollte doch noch zum Dschungel. Du bist der Bräutigam, ich muss dich töten. Da fuck. Was denn, hier war ein Skelett im Smoking mit einem Zylinder und das ist der Bräutigam. Warum hast du so eine Abneigung gegen Männer, die bald heiraten? Gar nicht. Ich meinte bloß, er ist vor mir weggelaufen. Was und, so? er hatte keine Braut an seiner Seite. Hättest du sagen müssen, komm wieder her, ich bin der Pfarrer und du wirst diese Bitch jetzt heiraten. So hättest du es sagen müssen. Ja, egal. Nein. Na gut. Boah. Boah, Alter. Ich kann mir mit meinen eigenen Pfeilen Schaden machen. Ich kann das mit meinen Kugeln nicht. Außer ich hätte mit die Ohrkugeln vielleicht. Ja, und selbst dann machst du dir keinen eigenen Schaden. Nicht? Nein. Prallen die ab. Ja, aber die Kugeln selber machen dir ja keinen Schaden. Bei mir ist bloß das Problem, dass meine Pfeile im Nachhinein explodieren. Oh. Nein! Oh, jetzt hör auf so beschissen zu fliegen, verdammt. Die Qualle ist an Land, ich wiederhole, die Qualle ist an Land! Was soll das heißen? Dass die Qualle an Land ist. Okay. Nein, Lolli. Kletter, ach, da unten war sie. Darf jetzt in nichts reinrennen, was mich irgendwie töten könnte. Gut, Licht. Sicherheit. Bunker. Okay, jetzt müssen wir mein Altar wieder ordnen. Und mir ist was eingefallen. Ein grüner Kristall, der sich ausbreitet? Das ist kein Chlorophyt. Das ist Tiberium. Du hast nie Command & Conquer gespielt, oder? Nein. Ja, dann verstehst du diesen brillanten Witz überhaupt nicht. Na und? Also, wie viele Silberkugeln hast du mir gegeben? Viele. Offensichtlich. Ach, der Dschungelfledermaus? Okay, ich bin ganz nah. Was kann ich denn jetzt machen? Du solltest mal vielleicht. Achso, du bist da unten. Was tue ich denn? Ach. Ich bin ja. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Mithril, aber ich finde nichts. Verdammt. Ich empfehle dir, verharre in der Hölle niemals mehr als ein paar Sekunden an einer Stelle. Hab ich auch nicht vor. Ja. Ich rate mir das selbst immer wieder und dann vergesse ich es einfach. Neues Chlorophyt, ja. Endlich die Chlorophyt-Rüstung machen, die auf einer Stufe mit der Adamantit-Rüstung steht. So, und da habe ich auch schon 42 davon. Ja, 42, siehst du mal wieder. Es ist die Antwort auf alles. Gib sie mir. Kann ich schmieden. Ja, ja, ich... Autsch! Jetzt ja schon früh genug geben, Alex. Nicht so ungeduldig. Fahr zur Hölle, Verderber! Fahr zur Hölle! Er ist in der Hölle! Er ist da nicht, er ist an der Oberfläche! Wer sagt uns, dass die Oberfläche nicht die größere Hölle darstellt? Pseudo-Tiefsinnigkeit, for the win! Schon übrigens auch wieder.
Ja, absolute Sichtbarkeit von so. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ha, stimmt, das ist die Attack on, das ist eine Attack on Titan Aussage. Ach wirklich? Ach ja, stimmt ja. Diese Welt war schon immer eine Hölle. Da, oh, genau in den Feuerball rein, anstatt dran vorbei, ne, klar. Super sinnvoll Ausweichaktion bei Eric. Ach, eine Lebensfrucht, sehr gut. Patsch, 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 pam, 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 patsch, patsch. So, halt, oh, Alter, die Nerven. Nein, nicht noch mehr! Verdammt! Oh, jetzt habe ich zwei verschiedene Heiltränke vergoldet. Und was glitzert da so verführerisch? Außer einem Chlorophyt, das ich sowieso gleich. Boah. Du wurdest durch! Wachschnitt! Aha. Wahrscheinlich. Ja, das wollen sie wohl sagen. Ich wollte auch sagen, durch ist das freundliche Monster nach seinem Tod zum Tee eingeladen? Weiß ja nie. Matschblöcke. Noch mehr Chlorophyll? Sehr schön. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würde das besser wachsen, wenn ich das hier unten anbaue. Ich meine, hier sind wir ja noch im Untergrunddschungel. Hm, was? Sprich lauter. Teleporter. Den Farm aufzubauen. Eisenerz und ein durchbohrter Imp. So. Alter, was ist da unten? An. Ah, weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall scheiß bedrohlich. Und mehr Chlorophyt. Aber ich werde immer wenn ich jetzt Chlorophyt abbaue, lasse ich einen Block übrig. Das Klügste sein, was ich tun kann. So, wie sieht das nicht auf der Map aus? Wo bin ich denn gerade? Ach hier. Dahin will ich. Na gut. Nee, warte, scheiße. Kommt doch. Du wirst den Geist nicht in die Lava droppen, sehr schön. Mehr Chlorophyt, sehr schön. Kann ich mal eine neue nachhaltigere. Oh, du hast einen Dämonenaltar zerstört. Mhm. Mehr Miltriel. Okay, du weißt, was wir tun müssen. Und hast du den unter unserem Haus zerstört? Ja. Ach, den solltest du doch gerade stehen lassen. Wow! Oh, was so? Der war uns eh nicht mehr von Nutzen. Okay, ich habe wohl gerade. Das macht das Ding also, okay. Ich habe gerade auf der falschen. Was hast du gemacht? Ich habe den Biom-Umwandler, nenne ich jetzt einfach mal, da verwendet. Und? Mehr Tiberien. Hm, was? Und? Sieht cool aus. Aber ich war mit in der Luft und das Gebiet war ja noch gar nicht korrumpiert, von daher ist nichts passiert. Hm. Oh, das ist da. Ach, das ist Gold. Nee, dann macht es keinen Sinn, den stehen zu lassen. Ich den ab und lass den ein. Habe ich ihn jetzt? Oh, 72. Ich glaube, ich werde erstmal unseren Bunker reinigen. Sofern das geht. Okay, das ist nur die Oberfläche. Keine Ahnung. Hm. Ich habe einfach zu viel von dir erwartet. Und vier Verderber, die so ordentlich in Reihe stehen, um verbrannt zu werden. Ich hoffe, Fledermaus. Das ist wohl einer von den Lava-Beds. Ja, war's.
Und Rückzug. Adamantit, Kobalt. Und nochmal Mithril. Und nochmal Adamantit. Sehr schön. Mehr Adamantit. Immer mehr davon. Boah. Leuchten. So weit kannst du nicht mehr sein. Okay, scheinbar doch. Ach, verdammt, der bleibt stehen. Gut, ich kann noch... Gut. Gleich bin ich da und dann probiere ich das Ding endlich mal aus. Worauf wir doch bestimmt. Oh, ganz normal. Ich will die Corruption weg haben. Jeder will die Corruption weg haben, vor allem im eigenen Bunker. Es funktioniert. Und mein... Fuck. Der braucht viel Muni. Wie viel denn? Zu viel. Das braucht ungefähr so viel Muni wie ein Flammenwerfer. Ich hab noch nie mit einem Flammenwerfer in Terraria gekämpft. Da musst du erstmal Skeleton Prime dafür besiegen. Jetzt habe ich den Zauberer mit einem mit dem Namen Sargon ausgesperrt. Ich mag deine Gang. Ist es in Messing gekommen? Hä? Alter, wovon redest du? Von ziemlich viel Scheiße. Obviously. Fuck, das hat mich jetzt gleich gekostet. Aber immer neue Rohstoffe, die es braucht, das Land. Wenn wir nicht mehr Lebensraum haben können, brauchen wir mehr Rohstoff. Warum sage ich das überhaupt? Ah, Gott. Wir brauchen eine neue Lebensraumtheorie. Hust, hust. Nein, brauchen wir ganz bestimmt nicht. Wir brauchen eher eine neue Weltrevolution. Das wäre sehr viel besser. Silberkugeln. Warum habe ich die nur angenommen? So, ich jetzt Chlorophyt mal ganz allein schmelzen. Haha, bin ich böse. Ups. Ach verdammt, ich wollte ein paar übrig lassen. Was kommt denn daraus? Was kann ich mir daraus herstellen? Eine Party sagt mir nichts. Wie viel brauche ich dafür? Alter, 12 allein für die Kapuze. Was macht das denn? Da habe ich noch überhaupt nicht genug. Hä? Ich kann mir Pilztüren, Pilzstühle und Pilztische craften? Fuck yeah. Ziemlich, ja. Und mein Mana ist wieder angewachsen. Allein der Helm macht den Mana-Verbrauch schon um 17 geringer. Lol. Tja. Kannst du mir deine Kobalt-Brustplatte geben oder deine Mithril? Ne, deine Mithril-Brustplatte. Weshalb? Ja, ich brauche meinen Setbonus ja nicht mehr. Da kann ich jetzt hier ein bisschen auf Schutz gehen, bis ich die Tiberium-Rüstung fertig habe. Warte, ich will jetzt erstmal nachschauen. Okay, tu das. Ich werde dabei willkürlich Zeug in Truhen packen. Wie es bei uns Brauch ist. Block später vielleicht. Schlickblock. Ins Haus. Ach, verdammt. Ich sage zu dem Magier, geh ins Haus und will ihn mit Feuerbällen töten und ich porte mich ins Haus. Ironie des Schicksals, nicht wahr? Aber nicht so ironisch, wie einen Magier durch Feuerbälle zu töten. Ich glaube, ich weiß, was jetzt mein nächstes Ziel ist. Komm rein, komm rein. Hier sind Leckerlis. Komm rein, komm rein. Hier gibt es ganz viele Kristallkugeln. Jetzt komm rein! Pff, eben nicht.
Sag mir, Felicity, wie steht es um die Welt? 4% gesegnet und 13% verdorben. Wow, das steht ja gut. Button! Was ist der Grund für deine Lachkrämpfe? Ich bin... Komm her. Gay? Okay, komm her, warte, ich komme. Ich komme schon, ich komme. Ich bin ein Predator! Was zur Hölle? Was? Mit den Flügeln sieht das ziemlich cool aus. Stopp! Verbrennen! Ja, weißt du mal, wie hast du das gemacht? Aus so einem Goodie Pack. Cool, wir brauchen mehr davon. Verfaulte Eier und. Nochmal! Hier, willst du das Zeug haben? Oh, ich hab jetzt nochmal dieses Predator-Zeug gekriegt. Das ist Kleidung, oder? Ja. Oh, die brauche ich unbedingt. Perfekt, so müssen wir beide jetzt rumlaufen. Predator Buddies forever! Ja, genau, das sind. So sehen die Helden von heute sind nicht mehr strahlende Rüstungen und Lichtklingen gekleidet. Nein, wir sind jetzt blutdürstige Parasiten-Aliens mit Dämonenflügeln. Das sind die neuen Helden. Das hat. Ja, siehst du mal. Also in der Corruption werden wir uns wo richtig heimisch fühlen. Wetten, die laden uns ja erstmal auf den Drink ein. Auf jeden Fall. Absolut. Ne? Okay. Was ist denn das hier? Ach, Sonnenblumen extra angezeigt. Cool. Ey, kommst du mit in den Dschungel? Ich will diese Angry-Viecher töten. Also die, wie diese Kletten sind, aber nur härter. Okay. Die mit diesem komischen Maul. Diese Angry-Trapper, warum willst du die töten? Die können, was haben sie dir denn getan? Die können mit einer Chance von 0,5% eine Uzi droppen. Eine Uzi? Warum ausgerechnet? Ja. Warum ausgerechnet die Viecher? Ich weiß auch nicht, aber let's go. Let's go. Oh, kann ich derweil auch weiter Chlorophyt formen? Wie cool das aussieht. Ah, mit Lasergewehren schießen die Aliens rum. Ja. Die Aliens vor allen Dingen. Und jetzt! Warum sollten ausgerechnet die Menschen die Lasertechnologie zuerst erfinden, ne? Erklär mir das. Und mir folgt auch noch eine kleine nervige Navi in einer beschissenen Farbe. So ist besser. Sie sind noch gar nicht über die Corruption weg. Mach sie doch rot. Geht nicht. Es gibt nur blau, grün, lila. Schalt nochmal. Aber warte. So. Jetzt ist sie bei mir rot. Für mich ist es ziemlich pink. Naja. Es sieht doch vor allem am Licht dann. Also wenn es dunkel wird, hat die einen sehr pinken Lichtschein. So, wo sind jetzt diese Drecksviecher? Die Arapaimas. Ne, da müssen wir im Untergrund, das weißt du ja. Ich weiß. Obwohl, jetzt ist es mir einer schon auf der Oberfläche entgegengekommen. Meinst du? Aber vorher. Ja, ich habe jetzt. Vorher muss ich Gebiet läutern. Grashüpfer! Es klappt, aber es wird normales Landen, kein Dschungel. Trotzdem cool. Das ist aber nicht gut. Nimm das! Cool, das Land läutern zu können, wenn man will. Grashüpfe und Schildkröte. Das sollte vielleicht helfen, oder? Oder da unten ist noch irgendwas verdorben. Ja. Schnapper. Auf in den Untergrund. Oh mein Gott, Schildkröte. Komm her. Kampf zwischen dir und mir. Wo ist die Angry Tapper jetzt mit dir herkommt? Mehr Schildkröte! Ich hoffe, wir finden jetzt mal mehr Mithrin, also mein Titel, nachdem ich schon so viele alte Monate habe. Ja, das hoffe ich auch. Hast du wirklich ganz fleißig kaputt gehauen? Geht doch schon. Ah, ich farm jetzt erstmal keinen Matsch. Plantera, du hast doch nicht. An die Oberfläche! Zurück an die Oberfläche! Rückzug nach oben! An der Oberfläche kann man sich besser bekämpfen! So geht's auch. Ich war schon zu durchwunden. Ja, da war irgendeine pink leuchtende Pflanze, ich hab sie einfach. Ja, das ist ein Plantera Ball. Warum hast du mich nicht gefragt, was das ist? Ich wusste es doch nicht. Ich dachte, das ist eine Dekoration wie alles andere. Nein, das ist keine Deko. Das ist unser aller Ende. Oder auch nicht. Kämpfe, ich werde bald da sein. Gut, dann kämpfe ich hier. Tatakaya! Scheiß auf die Dornen einfach durch. Ich werde sie mit faulen Eiern bewerfen.
Das wird sie vernichten. Ah, verdammt, warum kann ich denn... Ja, scheiße, viel laufen. Ja, ich bin nicht da. Oh, ich kann ihn noch aushalten, keine Sorge. Du bist fast tot. Was? Oh, stimmt. Halt rein. Geht nicht. Friss faule Eier! Du bist jetzt wirklich mit faulen... Ah, fuck, ich wollte gerade noch weg. Würdest du einen Heiltrank schlucken? Autsch! Ja, der Cooldown war schon abgelaufen. Pff, lol, was war das denn für... Was hat das denn für Attacken? Die verspuckt Dornen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber ihre komischen Dings da, Arme... Die hauen auch ziemlich fies zu, ja. Autsch! Ich komme sofort mit Predator-Geschwindigkeit zu dir, verstehst du? Wortspiel, weil Predator heißt ja Jäger und Jäger müssen ja schnell sein, weil wegen... nicht der richtige Zeitpunkt für Wortspiele oder um Türen zu schließen. Ich muss mich jetzt voll ganz auf meine Flügel verlassen. Autsch! Das müssen wir bei den meisten Bosskämpfen ab jetzt, Alex. Aber dann können wir endlich in den Dschungeltempel, falls wir ihn hier finden sollten, falls er überhaupt existiert, falls irgendwas... Scheiß drauf. Nein, diesmal werden mich die Verderber nicht aufhalten. Ich werde mich jetzt aufhalten. Warum ist der Hintergrund plötzlich so hell geworden, wobei wir doch eigentlich im Infektionsgebiet sind? What the fuck, Alter, das Ding verliert nicht mal Leben. Nee, irgendwie nicht, ne? Das hat nicht den Anschein. Obwohl, okay, ich hab's doch schon recht geschwächt. Aber trotzdem. Damit ist es rosa. Ich bin nur noch wenige Meter weg. Also, ich muss kurz in Sicherheit und Heil dran schlucken. Fuck. Da unten war jetzt eine schlechte Idee. Ja, es war keine Idee. Ich hatte keine Flugzeit mehr. Da bin ich jetzt dahin geglitten. Durch die da Willen. Du bist tot. Ah, oh, scheiße. Fuck. Ich hab vollkommen... Ich würde vorschlagen, wenn du vollkommen. Ich hab sofort Heiltrank. Ja, ich hab's vollkommen vergessen einfach. Nein, ich meine, wenn du respawnst, geh zu der Krankenschwester. Das kostet einfach wohl heilen. Viel Zeit. Okay, ich mach's mal, aber ich sag dir, es kostet viel Zeit. Da hinzurennen, das ist... Wo ist die überhaupt? Fuck, ich sehe sie jetzt. In unserem Keller! Na, du bist jetzt schon zu spät. Nein, jetzt verliere ich nicht noch mehr Zeit. Ich bin ja schon fast bei 300. Jetzt spuckt sie mit Dornbällen. Mit Kastanien. Hat sie schon ihre Form verändert? Ich weiß nicht, ob man das Form verändern kann. Okay, nee, du merkst, wenn sie ihre Form verändert, merkst du das. Also hat sie es noch nicht verändert. Fuck, ich hab nie gedacht, dass der Boss so heftig ist. Halt, wie viel das wie aushält? Das ist unglaublich, das ist mehr als die Zwillinge zusammen, oder? Mittlerweile ja. Die hat noch nicht mal die Hälfte verloren. Sonst hätte die ja schon ihre Form verändert. Kannst du dich in meine Richtung zurückziehen oder die spawnt sie dann irgendwann? Keine Ahnung. Oh, Alter, Verderber, ich hab jetzt echt keinen Nerv. Oh, shit! 800 Meter. 800 Meter. Mist, diese Dinger prallen an den Wänden ja ab. Was? Das ist ja kacke. Na, ihre komischen Dornbälle. Ja, ich weiß, was du meinst. Los! Wow. Gott, wieso habe ich so wenig Leben? Wow, das war knapp. Oh, das war auch. Nein, nicht die erlocken. Das ist wirklich Kastanien. Das ist so dunkel. Ich brauch mal ein paar Sekunden. Oh Gott. Nein! Verdammt, Flugzeit, alle Stürze ab! Oh, oh, verdammt! Alter, 43 Leben und Cooldown! Bin ich überhaupt? Irgendwo in Sicherheit. Was? Irgendwo in Deckung, damit ich sie auch. Ich versuch's. Scheiße, sie folgt mir.
Und verdammt, ich komm nicht hinterher. Ist das jemand, also wie viel, hast du eine Ahnung, wie viel Leben sie noch hat? 18.000 noch und. Ah. Das hätten wir nie geschafft. Viel zu OP der Gegner, viel zu OP. Alter, wie soll man denn die Planterra legen? Heilige Scheiße. Können wir doch Stunden draufhalten. Boah, das hätte jetzt wirklich noch locker eine Stunde gehen können. Oh ja. Tja, mit dieser depressiven Äußerung auf einem Stopp.